Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ich glaube, da oben das Lager ist leer. Da gehen wir natürlich noch vorbei. Jawohl, ist leer. Dann gucken wir gerade mal, ob es hier was Interessantes gibt. Mich irritiert immer ein bisschen das Geräusch. Ah, das ist der Stein, okay. Stein interessiert mich nicht so. Mich irritiert immer so ein bisschen das Geräusch, dass die Körbe da machen, wenn man die zumacht. So. Passt. Ja, wo habe ich einen Stinker hingestellt? Ach, da oben. Ups, wir hören Wölfe. Dann machen wir mal einen Abgang. Ich glaube, ich nehme auch gerade noch mal einen Tarntrank. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir jetzt noch irgendwie von Wölfen angegriffen werden. Das käme nicht gut. Ja, wir können da lang oder ich gehe da und dann da hoch. Ja, wir gehen da lang und dann rechts gleich. Da ist ein Wildschwein. Und jetzt können wir hier nämlich rechts abbiegen. Können es aber auch sein lassen und erst da hinten rechts abbiegen. Das ginge auch. Und dann muss ich gleich mal die Bewohner noch verteilen, ne? Unsere zwei näher. Hopp. Hoch. So. Da sind wir nämlich bei unserem Jägerviertel oder Jäger- und Holzfällerviertel. Da muss ich noch einen Zaun hinmachen, sehe ich gerade. Muss noch viel machen. So, dann schauen wir mal. Ist natürlich auch mega schön, wenn man mal so richtige Dorffeste machen könnte. Das würde ich auch feiern. Dass man so richtig ein Fest veranstalten könnte. Das wäre was richtig Schickes, dass man so einen Versammlungsplatz braucht und dann entsprechend Essen und sowas bereitstellt und... Ah, das hätte was. So, hier kommen... Die 20-Jährige kommt da rein, die Bogufala. Und der 22-Jährige, wo ist er denn da, der Sobimir? Bogufala und Sobimir. Bogufala und Sobimir. Okay. Die hätten wir. Und hier kommen auch Bogufala und Sobimir rein. Näherei, Arbeiter. Da fehlt noch was. Ach, da vorne. Das da vorne habe ich vergessen. Ich brauche nochmal 4 Holzstämme. Viermal Holzstamm. Oh, Holzschalen haben wir jetzt auch eine ganze Menge plötzlich wieder. Wobei, ich habe eine Menge gemacht. Stimmt. Da haben wir gar nicht so viel, weil es sind weniger geworden.
So, dann machen wir das geschwind noch. So. Jetzt, ups, so war das nicht gedacht. Wer hat keinen Job? Bogufala. Genau, du kommst da rein. Und so wie mir. Sehr gut, dann müssen sie natürlich noch was tun. Hoppala, so war das nicht gedacht. Könnten wir zum einen Wollgarn machen. Nicht Leinengewebe, aber Wollstoff. Könnte er noch machen. Und dann würde ich mal sagen, Google mit langer Pelzkapuze. Könnt ihr machen. Eine Filzweste könnt ihr auch machen. Und dann machen wir noch gesteppte Weste. Wollstoff, Leder. Eine Wollstrumpfhose könnt ihr noch machen. Oder brauchen wir aber Leinengewebe? Ich will eher was mit Wolle. Edle Schuhe. Ja, und da machen wir doch. So, sehr schön. Das hätten wir. Dann müssen wir jetzt gerade nochmal gucken, dass wir die anderen drei versorgen. Das wären Marktständler. Die kommen hier auf unserem Marktplatz. Ah, die drei tun gerade nichts mehr, aber macht nichts. Wohnt hier schon jemand? Ne, hier wohnt keiner. Aber hier wohnt jemand, ne? Genau. Ne, aber dann lasse ich die ersten hier einziehen. So, hier machen wir, glaube ich, unsere Biklava rein. Bestätigen. Biklava. Biklava. War das mit IE? Das ist noch die große Frage. Ja, war mit IE. Und das Pärchen kommt dann da hinten hin. So. Dann haben wir hier noch Gustava und Mercibor, oder wie er heißt. Mercibor. So, Gustava und Mercibor. Gustava. Schreibt die sich mit W oder mit V? Mit V, glaube ich. Und Mercibor. Das gucken wir aber gleich nochmal. Gustava. Wo haben wir sie? Da. Ne, mit W schreibt die sich. Okay, müssen wir korrigieren. Das machen wir natürlich richtig, ne? So. Da muss ich hin. Die Marktstände machen wir morgen fertig. Okay. So, dann gehen wir mal schlafen. Ich muss noch einen Happen essen. Haben noch einen Topf. Sehr gut. Einmal waschen. Dass wir sauber ins Bett gehen, ne? Das ist einfach so ein Prinzipding. So, und dann gehen wir mal schlafen.
Oh, und wir haben wieder einen schönen sonnigen Tag. Sehr gut. Guten Morgen, mein Lieber. Wie steht's? Was beschäftigt dich? Der Einödhof und wie steht's um unser Königreich? Das war alles. Okay. Ja, du auch. Ein wunderschöner sonniger Tag. Mir gefällt unser Dorf hier. Mir gefällt das. Hier müssen wir auch noch ein paar Blumentröge hinmachen. Jetzt muss ich aber erstmal zwei Marktstände bauen. Dass wir das auch fertig haben. Da brauchen wir 16 Leingarn. Ich hoffe, ich habe so viel. Leingewebe, nicht Leingarn. Und wir haben so viel. Sehr gut. Oh. So, welche machen wir denn dann? Dann würde ich hier den mal. Machen wir den Kollegen hier. So. Den können wir einmal einen Arbeiter zuweisen. Ich muss drei fertig machen, fällt mir gerade ein. Hier kommt Biklava rein. Die wohnt hier am nächsten. Art der Waren ändern. Die kann auch mal Nahrung verkaufen. Ne, Lehrling haben wir keinen. So. Okay, mach du mal Wein. Met kannst du verkaufen. Definitiv. Mann, das ist vielleicht nicht ihr Traumjob hier, aber ich denke, sie wird ihn gut machen. Roggenbier, Weizenbier. Wir haben doch bestimmt auch Wein, oder? Ah, hier oben. Beeren, Äpfel. Fleisch? Ach so, die Dinge sind das ja. Das Filet. Fischfilet kannst du auch noch verkaufen. Wobei, ich würde hier eher einen Weinstand oder sowas draus machen wollen. Beerensaft, Apfelsaft, Kirschsaft. Birnenwein kannst du mal welchen verkaufen. Da müssen wir vielleicht mal welchen herstellen, ne? Birnenwein, Kirschwein. Beerenwein. Ich muss definitiv mehr Wein herstellen. Und Bier kannst du auch mal verkaufen. Wo war denn das? Das wird hier ein reiner Alkoholstand. So, da haben wir einen. Dann haben wir hier noch die zwei. Doch, machen wir. Achso, ich muss den erst bauen. Stimmt, da war was. Und dann brauche ich gleich nochmal Leinengewebe. Kommen wir nicht drum rum. Jetzt kann man verwalten. So, hier kommt dann Gustava rein. Art der Waren ändern. Kann mal gucken, was für Waren sind denn hier eigentlich. Da haben wir Werkzeug, da haben wir Lebensmittel, da haben wir nochmal Werkzeug. Da haben wir Klamotten. Dann würde ich hier vielleicht Material nochmal verkaufen. Zuweisung bearbeiten. So, Tonvasen haben wir, okay. Oder haben wir eben nicht, aber ist ja egal. Steine, Leder, Ton. Wolle haben wir viel. Da können wir mal Stöcke, Brennholz, Zwiebelsamen. Davon können wir mal verkaufen. Kohlsamen können wir mal verkaufen, Karottensamen können wir mal verkaufen.
So, und Mohnsamen, Tierfutter definitiv nicht. Aber Dung kannst du noch verkaufen. Da haben wir so viel von. Stroh kannst du verkaufen. Ups, da aber nicht so viel. 2%. Mehl kannst du noch mitverkaufen. Dann machen wir 20%. Flachs, der wird nicht verkauft. Leingarn auch nicht. Wollgarn kannst du aber definitiv verkaufen. Da haben wir viel zu viel von. So, Wollstoff eher nicht. Weizen auch nicht. Hafer nicht. Roggen auch nicht. Flachshalm definitiv nein. Mohn auch nicht. Hopfen erstmal nicht. Holzteller, Bierflaschen, Holzfläschchen. Kupfererz, Eisenerz kannst du welches mitverkaufen. So, und dann brauchen wir noch Zinnbarren. Verkauf mal noch ein bisschen Kupfererz. So. Okay, und dann müssen wir erst nochmal wieder Material besorgen. Vielleicht sollte ich nochmal so einen Kräuterstand machen. Der verkauft dann nicht viel, aber einfach der Optik halber, ne? Einfach aus optischen Gründen. Leinengewebe brauchen wir nochmal 8. So. Das wird ein richtig schöner Marktplatz hier. Finde ich. Na, jetzt. So, haben wir auch fertig. Art der Waren ändern. Hier dann Kräuter. Wie gesagt, der wird nicht viel verkaufen. Ich habe nämlich nicht viel, was der verkaufen könnte, aber... So, wir wählen einfach mal alles aus. Tollkirschen, Disteln, das kannst du zum Beispiel verkaufen. Disteln, Gänseblümchen, Wegwarte, Johanniskraut, Breitwegerich, Speisemorcheln kannst du verkaufen. So, Birkenmilchling. Löwenzahn kannst du auch mal ein bisschen verkaufen. Machen wir 5%. Bilsenkraut, Gewichtstrank. Trank der unbegrenzten Möglichkeiten. Tarntrank, die hätte ich gerne. Ja, wir müssen mehr Tränke brauen. Definitiv. So, das reicht doch erstmal. Cool. Ah ja, da haben wir Beleuchtung. Aber hier fehlt noch eine, sehe ich gerade. Hier fehlt auch noch eine. Da haben wir. Da würde ich noch eine sehen. Das heißt, wir brauchen erst nochmal wieder Pfosten für die Beleuchtung. Oder Laternen halt, ne? Nehmen wir mal wieder 10 mit, würde ich sagen. Ups. Wo sind meine ganzen Holzstämme hin? Gewinnung. Holzschuppen. Mach mal Holzstämme. Und du mach auch mal Holzstämme. So, gehen wir auf 30. Stöcke können wir lassen. Brennholz können wir mal mehr machen, weil da haben wir auch nicht mehr viel. Da muss ich aber hier noch mehr machen. Und Bretter würde ich auch mal wieder ein bisschen hochdrehen. So.
Sind wir da auf 100%? Ja, sind wir auch auf 100%. Okay, wir brauchen mehr Holzstämme. Brennholz brauchen wir auch mehr. Ja, mal produzieren wir jetzt auch mehr. So viel zum Thema Lampen. Dann keine Lampen. Dann hole ich Kalkstein. Ich habe da hinten noch eine Hütte, die ich verkalken muss. Ich hoffe, da werden wir jetzt nicht ausgebremst. Oh. Schon ein bisschen. Haben wir auch nicht mehr viel. Gewichtstrank. So. Was habe ich denn eigentlich noch dabei, was ich abgeben kann? Fällt mir gerade so ein. Bronze Axt, Bronze Hacke kann ich abgeben. Ich habe schon wieder keine Setzlinge gekauft. Ich dipp. Da nichts. Tollkirschen. Bierflasche. Holzschalen. Leder. Pelz. Ton. Tonfläschchen. Weinflasche. Weizenkorn. Da können wir gerade noch ein paar mehr Kalksteine mitnehmen. Sehe ich gerade. 8. Nicht viel, aber 8. Nicht wahr, Jurat? Jurand. Ist herrlich, wenn das alles so blüht. Das liebe ich total. Dann können wir nämlich da hinten das Haus noch weiß machen. Ist auch wichtig. Und ich muss noch Blumenkästen dran machen. Aber da brauche ich... Ne, da brauche ich nur Bretter für. Die Hammer. Dann können wir das gleich auch noch machen. So, fangen wir mal an mit Verputzen. Hier ist egal, ob ich von vorne oder hinten anfange. A, habe ich genug dabei. Und B, hier sehe ich es auch immer von beiden Seiten. Da ist das dann unkritisch. Schwieriger wird es dann eher, wenn man es halt irgendwo baut, wo ich die Rückseite normal nicht sehe. Und ich dann vorne verputze und hinten nicht. So. Ah, ich glaube auch für die Schneiderhütte reicht's nicht mehr. Fürchte ich. Den haben wir auch noch. So, okay, einmal Haus verkalkt. Dann machen wir hier noch. Fangen wir zumindest mal an. Hier sollte ich vielleicht auf der Seite anfangen. Weil die sehe ich am wenigsten. Also können wir gleich nochmal holen. Ich habe noch. Ja. So. So, 5, 11, 17, 23, 29 brauchen wir noch. Habe ich noch 29 Kalkstein? Wenn nicht, muss ich noch mehr abbauen lassen. 29 Kalkstein. Doch, haben wir noch. Sehr gut. Sehr schön. Dann können wir das fertig machen. Dann müssten wir hier auch nochmal einen Weg, muss ich jetzt noch machen. Und dann müssen wir das ganze Gelände mal ein bisschen hübsch machen, ne? Das wäre nicht unwichtig.
Die Leute sollen sich ja wohlfühlen. Und mir muss es gefallen, vor allen Dingen. Das ist auch wichtig. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Redest du mit mir oder redest du mit ihr da drin? Die ist nicht verheiratet. Ihr zwei wohnen zusammen. Ihr seid also schon ein Paar, ne? So, sehr schön. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir denn hier die Grundstückaufteilung? Ich würde ja fast hier sowas sehen. Machen wir hier mal. Ich brauche Bretter. So, das wäre eins. Dann könnten wir hier vorne lang. Wo kann ich denn hier? Hier kann ich anfangen. Gibt Hindernisse, die die Baustelle blockieren. Machen wir das so. Ich ziehe jetzt erstmal den Zaun, dass wir optisch einfach was haben. So. Hier müsste ich mal gucken, hier würde ich vielleicht da noch eine andere Plattform hinmachen mit Geländer. Mal schauen. Hier. Machen wir das dann mal so. Also da gucke ich jetzt gerade mal wegen einem Tor. Auf der Höhe. Also es ist nämlich einfacher, wenn man erst das Tor gesetzt hat, finde ich. Sagen wir es mal so. Weil dann kann ich mich hier dran orientieren. So. Mache erstmal mit dem Zaun hier, ob wir den nachher tatsächlich nehmen. Unzureichende Länge, Hindernisse. Machen wir das hier mal so. Hindernisse. So. Wie gesagt, ob das der Zaun hier bleiben wird, ist mal noch offen. Das müssen wir hier anders machen. Nicht verputzen. Wegmachen. So. Also dann machen wir den gerade mal ganz weg.
So, dann kann ich das hier nämlich vernünftig ansetzen. Und hier hochziehen. So. Okay, passt. Kann ich da noch irgendwie so einen kleinen? Unzureichende Länge. Ah, so geht's. Aber der falsche Zaun. So, machen wir das so. Okay, dann haben die schon mal ihr Grundstück definiert. Dann kriegen die ihren Weg hierher. So. Perfekt. Und dann hier natürlich noch. So. Sehr schön. Die... Ich überlege gerade, machen wir das hier schon? Hier könnte ich auch noch mal Bäume pflanzen. Ich muss ja eh noch Dings besorgen. Ja, müssen wir von hier aus anfangen, in der Hoffnung, dass es... Ah, überschneidet sich. Schade. Dann machen wir die aber eher hier hinten dichter dran. Es geht eh nur einer. Okay, kommt der da hin? Dann... Machen wir hier, glaube ich, das Tor rein. So, jetzt muss ich nur gucken, ob das von den Zaunlängen her passt. Ah, sieht aber eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ah, hier könnte es was knapp werden. Passt aber. Ups, das hat jetzt nicht funktioniert. Gerade im falschen Moment bestätigt. Jetzt. Sehr schön. Und dann müssen wir hier ja eigentlich nur den Zaun verlängern. Dann machen wir auch ein Tor rein, glaube ich. Ein Tor sehe ich da. So, wie gesagt, ob das der Zaun hier letztendlich bleibt, das gucken wir mal. So. Die haben ein schönes, großes Grundstück. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Wobei, die hier können auch nicht meckern, also. Das hier ist auch nicht verkehrt. Hier müsste ich vielleicht noch ein Fass oder irgendwas. Müssen wir gucken, ob ich da was hinstellen kann. Das Problem wird, sind hier die Felsen. Oder ich mache das hier gerade mal weg. Und mache da einen mit Geländer hin. Holzsteg mit Geländer. So, den fangen wir dann nämlich hier vorne an. Hoppala. Das war die falsche Taste.
Senken wir auch ab. So, und da kommt jetzt so einer dran. Perfekt. So, wir brauchen noch 11 Holzstämme und 12 Bretter. Oder 11 Holzstämme und einfach viele Bretter. Und den machen wir jetzt heute noch fertig. 11 Holzstämme. Ah, sehr schön. Die Zahl steigt wieder. Und einfach viele Bretter. Weiß ich gerade gar nicht, ob die Zahl auch steigt. Das müssen wir mal im Auge behalten. Gewichtstrank. Da haben wir zum Glück immer sehr viele von. So. Wofür wir das mal irgendwann nutzen, mal gucken. Aktuell tatsächlich hauptsächlich als Zaun. Im Moment tatsächlich als Zaun. So. Da machen wir auch gerade mal. Wobei ich brauche auch noch Blumenkästen, fällt mir gerade ein. Blumenkastis. Einer. Machen wir da eine Bank hin? Ne, die machen wir woanders hin. Und da haben wir. Sehr gut. Wir haben genau die richtige Menge an Brettern dabei, dass es zumindest genau aufgeht, sagen wir es mal so. Nicht unbedingt genau die richtige Menge, aber so, dass es genau aufgeht. So, perfekt. Ja, damit würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen und in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.